leise? Nein, ich wärme mich nur auf. Wie wär's, wenn wir das wie früher machen, ja? Ich lenk ab und du greifst zu. Gut. Los. Ich sehe gern Profis bei der Arbeit. Okay. Na gut. Versuchen wir es nochmal. Die hier brauchen wir noch. Okay. Wird schon schief gehen. Wir melden uns. Wiederzusehen. Und dieses Mal habe ich die Trümpfe in der Hand. Ja, dann sollte ich wohl froh sein, dass die Waffe nicht echt ist. In Zivil hätte ich dich fast nicht erkannt. Ja, du weißt ja, wie das ist. Ab und zu muss man sich für den Job auch schon mal aufdonnern. Sehr schick übrigens. Du siehst auch nicht übel aus. Ich fühle mich hier so fehl am Platz. Es tut so gut, jemanden zu treffen, der meine Sprache spricht. Auch wenn du Amerikaner bist. Na, dafür kannst du meinen Eltern die Schuld geben. Ich wollte gerade zur Bar. Kann ich dir was mitbringen? Ja, Scotch. Mit einem Eiswürfel. Nicht weglaufen. Nate, alles mitbekommen? Ja, hab ich. Klingt, als gäbe dir eine Lady einen Drink aus. Ja, nicht ganz. Nadine Ross gibt mir einen Drink aus. Nadine Ross? Moment, gehört ihr nicht diese Söldner-Armee? Coastline? Shoreline. Ja, auch gut. Seid ihr nicht mal aneinander geraten? So kann man es auch sagen. Zum Glück scheint sie nicht nachtragend zu sein. Ich wäre dann soweit. Okay. Hör zu, wir sind bereit, Sully. Du krieg keinen Ärger, okay? Ich versuch's. Bereit? Ja, legen wir los. Wir müssen rausfinden, wo sich die Kellner aufhalten. Am besten locken wir einen aus der Küche. Dann lass uns die Küche suchen. Ja. Mist. Siehst du einen Kellner da drin? Nein, noch schwer bewaffnete Schläger. Was zum Henker ist das? Das Tor war nicht auf den Bauplänen. Ach,
Plan B. Ich sag doch, es ist zu. Ich will nur sicher gehen. Und? Es ist zu. Genau. Lüftungsschächte. Nate, schau dir das mal an. Na bitte. Es werde Licht. Oder auch nicht. Du hast keine Tür. Ja, das geht auch. Hat schon Vorteile, einen Raucher dabei zu haben. Man wegrennen muss. Oh Mann, kämpfen hier drin werde ich ganz benebelt. Wie gut, dass Sully fehlt. Vielleicht ist der Zugang hinter den Fässern. Das ist ein Haufen sehr seltener Jahrgänge. Ja, vielleicht begnügt sich Alcazar mit ein wenig Wein. Irgendwas sagt mir, dass das nichts wird. Hey, müssen wir uns Sorgen machen, weil Victor Nadine Ross anbaggert? Ich habe schon echt üble Sachen über ihre Leute gehört. Keine Angst um Sully. Er kann sich aus allem herausreden. Gut gemacht. Ja. Geht doch.